Mein Ziel war es, das richtige Marktverständnis zu erlangen und auch an meinen Emotionen zu arbeiten. Um flexibler zu sein, mehr Zeit für sich und die Sachen, halt, die man auch gerne macht, außerhalb der Arbeit. Ja, mein Ziel war natürlich als allererstes lernen und Erfahrung sammeln, um in späterer Folge entscheiden zu können, ob ich davon leben möchte oder nicht. Also das war die Ausgangslage. Danach hat sich gezeigt, dass es tatsächlich Leidenschaft gewachsen ist und mir gefällt es immerhin, das, was ich mache. Und ja. Wie gesagt, das ist für mich ist wichtig, mehr unabhängig sein. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann, wie gesagt, das macht mir sehr Spaß. Und halt, wenn was bringt, dann ist halt die Familie, ja. Vorerfahrung hatte ich von YouTube, auch von anderen Schulungen, aber mir wurde kein richtiges Handelsplan beigebracht oder gezeigt. Ich habe selber auch Geld in anderen Ausbildungen investiert, hatte auch mit Eigenkapital gehandelt, ohne Erfolg. Das hat nicht funktioniert, das führte zu Verlusten. Nein, da war bei mir, also ihr wart die erste Wahl bei mir. Ne? In Aktien investiert und auch also bei fallenden Kursen gekauft und bei steigenden Kursen verkauft. Mal gut geklappt, mal nicht. Ja. Dann habe ich gesagt, okay, dann fehlt mir Wissen. Ja, das war für mich wichtig, diesen Punkt hier einzusteigen. Ne? Meine aktuelle Trefferquote liegt aktuell zwischen 80 und 85% konstant und bin seit September founded beim Fremdkapitalanbieter. Genau. Momentan bei 84% Trefferquote. Ja. 82. Befinde mich derzeit bei 90%. Im Coaching hat mir besonders gefallen, dass mir meine Fehler gezeigt werden, wo ich was falsch mache und wie ich das, wie ich meine Fehler beheben kann. Oder? Also, mir wurde den Weg gezeigt, auf was ich schauen muss, damit ich die Fehler nicht machen muss. Also mir gefällt das schnelle Feedback von euch. Wenn man euch mal anschreibt oder so, dann kriegt man auch von ein paar Minuten, ein paar Stunden gleich eine Antwort, das ist gut. Und die monatlichen Analysen finde ich auch sehr gut, also dass ihr auf die einzelnen Trades eingeht und euer Feedback dazu gibt. Besonderes gefallen, dass einmal das Trade-Management-System dieses Feedback geben können oder dieses immer fragen können, immer, dass die Coaches zur Verfügung stellen. Und deine Fragen werden geantwortet und egal was es ist, kannst du dich immer an die Coaches eben wenden. Und auch die Analyse, diese monatliche Analyse, wo jeder Trade genau analysiert wird und kommentiert wird eben von Coaches, gibt auch einen extra Punkt dazu. Diese Unterstützung. Das, wie gesagt, wenn du was brauchst, schreibst du einfach im TMS. Systemnachricht, dann kriegst du sofort Support. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Ja, auf jeden Fall, das Coaching selber ist super. Also das Beste, was man überhaupt haben kann. Ja, also ich fühle mich sehr, sehr wohl. Meine Fragen wurden immer beantwortet. Auch die Trade-Analysen ergeben Sinn. Ich selber habe mir immer noch in meiner Mappe noch meine erste Trade-Analyse und schaue mir die immer wieder an. Ja, also das Coaching ist auf jeden Fall das Beste. Auf jeden Fall. Werde ich meinem Cousin ans Herz legen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Allerdings, man muss schon sagen, dass man muss auch wollen. Da wird nichts geschenkt und das ist halt ein Weg, den einer gehen muss. Und jedenfalls würde ich Mr. Volume noch empfehlen,
Vor allem für die Leute wie ich, die keinen Ausgangspunkt haben, also keine Vorkenntnisse und wirklich von null an anfangen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Diejenigen, die Interesse haben, auf jeden Fall.